Hallo! Scheiße. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich dachte, wir machen mal was Besonderes. Mein Mann hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wir haben ja zwei Duschgele und das Video vorgestern ist ja quasi durch die Decke gegangen. Deswegen haben wir gedacht, wir haben zwei Duschgele. Duschgels? Duschgels, ja, genau. Und wir möchten eins verlosen. Eins haben wir natürlich für unser Hilf mir Parodie-Video aufgemacht. Und schon benutzt. Aber das andere ist original verpackt. Das ist zu, da ist noch genau, der Schutzkappen-Dingsbums drin. Genau. Und die zu, die möchten wir gerne verlosen. An einen treuen, coolen, super netten Zuschauer. Also, damit ihr dieses geile McDonald's McFlurry Duschgel gewinnen könnt, das ist ganz einfach. Dann müsst ihr einfach unter diesem Video, also hier in der Kommentarspalte unten drunter, einfach mit Hashtag Duschgel, ja, und dann könnt ihr noch einen netten Kommentar dazu schreiben, warum ihr das gerne gewinnen wollt, was ihr gerne damit machen wollt. Vielleicht wollt ihr es ja benutzen. In die Vitrine stellen, wenn es um Tanzverbot geht, ist ja, es, glaube ich, bald eine Million. Vielleicht ist es auch 10.000 Euro wert, könnt ihr euch auch irgendwo hinstellen. Also auf jeden Fall schreibt den Kommentar in die Kommentarspalte mit Hashtag Duschgel. Und ja, wichtig ist noch, dass ihr Follower und Abonnent unseres, also des Kanals seid. Und das könnt ihr, falls ihr noch nicht seid, nachholen. Wir gucken natürlich nach, wer alles neu gefollowt hat. Genau, eure Abo-Liste müsst ihr natürlich auf öffentlich stellen. Genau, das müsstet ihr natürlich aktualisieren, dann können wir das nachschauen und können dementsprechend dort euch verifizieren. Ja, ansonsten gelten natürlich so diese allgemeinen Gewinnspielrichtlinien. Also das ist nicht gesponsert, wir haben das selbst bezahlt. Das bedeutet, wir verlosen das jetzt hier, es steht aber nicht im Zusammenhang mit YouTube oder mit McDonald's oder sonst was, sondern das ist, wie gesagt, aus freien Stücken von uns für euch als Dankeschön, dass ihr so fleißig zuguckt. Genau, das Gewinnspiel endet heute in 2 Wochen. Alle Daten, die jetzt dazu wichtig sind, schreibe ich euch natürlich nochmal in die Infobox. Und dann, ja, wünsche ich euch alle ganz viel Glück. Ich möchte euch das Duschgel nochmal genauer zeigen. Es ist, wie gesagt, von McDonald's McFlurry Duschgel. Duschgel mit verwöhnendem Schokoladenduft. Und es riecht auch extrem nach Schokolade. Natürlich auch nach Chemie. Also es ist ja ein Duschgel, ne? Aber der Schokoladengeruch, sehr süßlich, kommt auf jeden Fall 100% durch. Das erkennt man definitiv. Und ja, wie gesagt, haltbar bis steht ja hier immer nicht drauf. Aber hier unten steht, ab Öffnungsdatum 6 Monate zu verbrauchen, klar. Das andere ist noch ungeöffnet. Hier sind 250 Milliliter drin, made in Germany. Die Zutatenliste, die schreibe ich euch auch mal in die Infobox. Ja, Aquasodium, Kokosulfate und so weiter und so fort. Die Liste ist noch ein bisschen länger. Auf der Haut so zart wie Softeis steht hier noch drauf. Und dank seines aromatischen Schokoladendufts so richtig belebend. Das Original McFlurry Duschgel von McDonald's ist ein waschechtes Eiserlebnis mit extra hohen MMH-Wert. Inhalt nicht zum Verzehr geeignet. Ja, und wer jetzt gehofft hat, dass das Duschgel leider braun ist, den muss ich leider enttäuschen. Also ich mach's hier mal auf. Ja, es ist komplett durchsichtig. Was mich wirklich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gern braunes Duschgel gehabt. Es riecht wirklich extrem schokoladisch. Ja, soviel zu dem Duschgel. Über die Verlosung haben wir jetzt alles gesagt. Ansonsten, wenn wir irgendwas vergessen haben, dann steht alles in der Infobox. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mitmacht, wenn ihr dieses tolle Duschgel gewinnen wollt. Wie gesagt, das andere, was ich dann verschicken werde, ist original verpackt und zugeschweißt. Teilnehmer bitte über 18 Jahre alt und nur innerhalb Deutschlands. So, heute ist ja Mittwoch und wir haben frei. Das hat natürlich einen ganz bestimmten Grund. Also natürlich sind wir ganz oft im Homeoffice, aber mein Mann wird heute operiert, deswegen müssen wir dann auch gleich los und ja, darüber dreht er auch ein Video. Ich kann aber nur so viel verraten, wir haben natürlich alle ganz viel Mitleid mit unserem Mann. Nein, ich wollte nur die Geschichte erzählen mit Karls Erkerhof. Ach so, ja, das kannst du erzählen, ja klar. Ja, sein Schleimbeutel wird entfernt. Die Ärzte haben festgestellt, dass er ein Schleimbeutel ist und der wird jetzt operativ entfernt an seinem Ellenbogen. Und ich bin eine sehr mitfühlende Frau. Aber eigentlich bin ich immer noch sauer auf ihn. Ich erzähle euch aber die ganze Geschichte. Wir waren in Karls Erdbeerhof und mein Mann wollte unbedingt die Kinderrutsche runterrutschen. Und er hat es auch dreimal gemacht. Und dann habe ich ein Schild entdeckt, das darauf stand, wer unter 5 Sekunden rutscht,
also von der Schnelligkeit, und das wurde auch jedes Mal gemessen, der kriegt einen Erdbeerslushy gratis. Und daraufhin ist mein Mann bestimmt noch 5-mal gerutscht und er war immer zu langsam, leider. 5., 6., 7. Mal? Ja, 5-mal. Ja, hat er sich den Schleimbeutel gequetscht und kaputt gemacht. Genau, das ist die ganze Geschichte. Und ich bin, wie gesagt, immer noch sauer, weil ich immer noch kein Erdbeerslushy bekommen habe. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Was ich bekommen habe, war ein fängiger Mann. Ich hab's versucht, ja. Ich bin da auch mit voller Wut gegen diese Metallsachen. Das ist, ihr müsst euch das vorstellen, das ist so eine runde Tunnelrutsche für kleine Kinder. Da passe ich gerade so durch, ja. Und ich dachte so, ich nehme Anlauf und spring da rein, damit ich schneller bin und bin voller Kanne mit den Ellbogen gegen den Metall geknallt. Abgesehen davon, dass die Geschichte wirklich lustig ist, habe ich natürlich Mitleid mit meinem Mann. Ja, deswegen haben wir heute frei und ich begleite ihn natürlich gleich zu seiner OP. Die findet ganz in der Nähe hier statt, da haben wir eigentlich Glück gehabt. Und ja, dann fahren wir mit Taxi wieder nach Hause. Genau. Und ich wollte euch aber noch, es ist ein Paket angekommen. Und das wollte ich unboxen mit euch, habe ich bei Amazon bestellt. Ihr wisst ja, ich bin ja so eine Öko-Tante und ich stehe auf nachhaltige Produkte. Also, sind wir mal ehrlich, eigentlich stehe ich aufs Geld sparen. Das haben wir aber dem Ozok zu verdanken, ne? Der ist geiziger als ich, wohlgemerkt. Und hier habe ich Taschentücher bestellt. Ich höre gleich auch zu knistern. Eine zweite Plastikverpackung. Wirklich sehr, sehr gute Verpackung gewesen. Ich meine, ich bestelle Taschentücher, damit ich sie wieder benutzen kann und Geld spare und nachhaltig bin. Und dann kommen hier zwei Plastikverpackungen drumherum. So, also ich habe natürlich darauf geachtet, dass die aus Baumwolle sind und weil wir noch gar keine zu Hause hatten, habe ich gleich einen 20er-Pack bestellt, damit wir auch immer genug haben. Und dann gibt es die immer in verschiedenen Größen. Also das ist jetzt die Männergröße, keine Angst haben, ja. Das sind die großen Männergrößen. Eigentlich wollte ich Frauengrößen bestellen und mir reichen die auch. Es gibt auch so ganz kleine Kinderdinger, ne. Aber ich habe meinen Mann gefragt, ob er das auch benutzen wollen würde. Und er hat gesagt, naja, wenn es bereit liegt, dann nimmt er das auch. Und deswegen habe ich mich für Männer-Taschentücher entschieden. Und ansonsten kann ich mir demnächst irgendwann nochmal Damen-Taschentücher kaufen. Das steht mir ja immer noch frei. Und die 20er-Packung war preis-leistungsmäßig am besten bei Amazon. Da muss man immer ganz stark die Preise vergleichen, ne? Sonst wird man brumst. Material ist 100% Baumwolle. Also ich habe die schon als Kind benutzt, diese wiederverwendbaren Taschentücher. Und kenne die Handhabung und das Gefühl damit und so weiter und so fort. Und ja, statt, also wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann juckt es eigentlich gar keinen, was man reinschneuzt. Dann kommt es einfach in die Waschmaschine und dann ist es wieder sauber. Und totale Freaks können das natürlich auch bügeln. Das mache ich einfach nicht. Ja, so viel dazu finde ich sehr, sehr praktisch. Außer wenn man erkältet ist. Also wenn man wirklich krank ist, dann finde ich, sollte man schon auf Tempotaschentücher zurückgreifen, damit man einfach jedes Mal ein frisches Taschentuch sich wieder ins Gesicht drückt und nicht so ein gebrauchtes. Ja, das sind meine Erfahrungen dazu. Wir müssen jetzt mal schauen, mein Mann kennt es ja noch nicht, wie die Handhabung so für ihn ist. Aber ansonsten kann er trotzdem weiter Taschentücher benutzen. Ne? Ist ja nicht so wild. So, das dazu. Ich finde es eigentlich sehr, sehr schön. Ich wollte mal das Thema Haare nochmal ansprechen. Als erstes wollte ich es euch zeigen. Ist mit schwarzen Haaren natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber ja, so schaut es momentan aus. Ich bin gerade sehr, sehr zufrieden mit meinen Haaren. Also ich habe ja vor einiger Zeit Rossmann und DM kräftig geshoppt und bin ja auf Naturkosmetik umgestiegen und auf Sachen ohne unnötige Inhaltsstoffe. Und ja, da habe ich ja die Sachen geholt. Also das ist einmal eine Duschseife, eine feste Duschseife. Das ist ein Duschshampoo, steht hier praktischerweise auch hier auf dem Bändchen drauf. Also einfach ein festes Shampoo. Und von Formi habe ich einen festen Conditioner. Ja, und die benutze ich jetzt schon über einen Monat. Und ich hänge die mal wieder zurück. So sieht es jetzt aus in meinem Badezimmer. So habe ich das befestigt mit hier so Nupsis. Und ja, normalerweise sieht es ja so aus, dass alles am Badewandrand draufsteht. Und ja, ich finde die Sache auf jeden Fall schöner, muss ich sagen. Also wie gesagt, hängt hier in meiner Dusche. Und ja, ich habe es nochmal drüber geschrieben, nicht, dass ich irgendwas verwechsle oder so. Ja, und bei dem gab es das Säckchen mit dazu. Die Säckchen sind halt sehr praktisch, weil dann schäumt es nochmal besser auf. So, ich habe hier die Verpackungen auch nochmal aufgehoben. Also ich habe den Conditioner von Formi, das Shampoo von CD und die Duschseife von, was steht da? Outdoor Freaks, genau, die Marke war auch extrem gut. Ich habe auf alle unnötigen Zusatzstoffe verzichtet. Also von einer Firma gab es leider nicht alles, was gut war. Deswegen musste ich auf drei verschiedene Firmen zurückgreifen.
was sehr schade ist. Ich habe jetzt aber auch alles mit der App Codecheck bin ich durchgegangen und hier sind wirklich nur gute Inhaltsstoffe drin. Und ja, meine Haare fühlen sich so viel besser an. Also sie sind viel lockiger und fluffiger, also irgendwie haben sie mehr Standfestigkeit und sind weniger platt. Fühlt sich so extrem gut an. Also man muss sich erst dran gewöhnen natürlich, an diese feste Seife und Shampoo und Conditioner. Und das ist dann halt eine Umgewöhnung. Man muss es erst aufschäumen und so weiter und so fort. Aber an sich ist die Handhabung genauso wie bei einem flüssigen, nur dass man extrem viel Geld spart und ja, sich diese ganzen unnötigen Zusatzstoffe auf seinem Kopf erspart. Ja, also sie sind griffiger und haben irgendwie generell insgesamt einfach eine viel bessere Struktur, bin ich der Meinung. Und die zweite Sache ist, sie fetten deutlich weniger nach. Also davor habe ich so alle 3-4 Tage, wobei der vierte Tag natürlich mit Babypuder gestreckt wurde, sozusagen. Und jetzt so eine Woche, also 6-7 Tage, wenn man jetzt keinen enorm wichtigen Termin hat, so mit Babypuder und Zopf, geht es halt auch am siebten Tag noch. Finde ich extrem entspannt, muss ich sagen. Ich wasche meine Haare auch gerne öfters, aber gerade bei so langen Haaren, ihr wisst es ja, die brauchen ja dann auch eine Stunde, anderthalb, zwei zum Trocknen, ne, weil ich natürlich meine Haare auch nicht föhne oder sonstiges. Und da muss man das ja auch immer in seinen Tagesablauf integrieren. Ach, ich weiß noch, als ich meinen Undercut hatte, wie einfach das war mit meiner Kurzhaarfrisur, da waren die Haare in 20 Minuten trocken. Aber mit langen Haaren muss man das schon ein bisschen mehr timen, die Wäsche. Wenn ich das zum Beispiel um 21 Uhr Haare wasche und dann mit das nach meinem Bett gehe, dann habe ich morgen so eine Löwenmähne. Nee, also deswegen finde ich das manchmal schon irgendwie ganz angenehm, dass man jetzt so zwischen 6 und 7 Tagen sich das timen kann. Und finde ich sehr, sehr cool. Wollte ich auf jeden Fall mal ein Update geben. Schwöre ich auf jeden Fall komplett drauf. Finde ich wirklich extrem gut. Und von diesen festen Produkten, ja, da gibt es jetzt auch immer mehr bei Rossmann und DM. Müller habe ich hier nicht um die Ecke, aber kommt demnächst im Buch. Ja, da war ich noch nicht drin. Aber ja, ich denke, Müller müsste das bestimmt auch haben. Und ja, ich finde die Produkte wirklich extrem gut. Bei manchen Produkten sind natürlich genauso viele Scheißstoffe drin, die man nicht braucht, wie bei diesen flüssigen Sachen. Sollte man halt ein bisschen darauf achten, was da wirklich für Inhaltsstoffe drin sind. Aber für empfindliche Kopfhaut wirklich die perfekte Lösung. Na, bist du ein Kühlschrankgucker? Ich kann aber nicht essen. Genau, du kannst nichts essen. Kann ich nicht essen? Ja, nicht bitte ausmachen. Guck mal, wir haben noch den Kompass da gekauft und ich wollte den auspacken und aufbauen. Das ist cool. So, den haben wir ja am Wochenende aufgeholt, habe ich euch schon gezeigt. Und jetzt stand er hier halt rum, ne? So, gucken wir mal, was das gute Ding kann. Das ist kaputt gemacht. Du drückst aber auch zu. Ja. So. Oha. Na, irgendwas muss der Boden sein und irgendwas muss der Deckel sein. Hier ist eine Beschreibung. Hier sind gelbe Nutzis. Oh, das stinkt übelst. Das ist also halt nach Plastik halt, ja. Ne? Und nach Chemie. Hier ist eine Anleitung zum Klicken. Hier ist noch mehr drin. Also. Ja. Willst du nicht? Ja, ich helfe dir. Nicht, indem ich. Wo haben wir denn den Deckel? Da haben wir den Deckel. Wo ist die Unterseite? Wo ist die Oberseite? Also, ist das der Deckel? Also das, schon sehr cool. Das hier ist die Frontseite. Die muss von vorne rauf gemacht werden. Erstmal werden alle hier Seiten. Das ist der Frontdeckel. Genau, alle Seitenteile werden zusammengesteckt. Das heißt, das hier muss ineinander geschoben werden. Muss reingesteckt werden, richtig. Ist das richtig herum? Nee, das ist verkehrt herum. Du musst drehen. Das geht nicht. So, so rum. Ja. Da steht auch Kompost da drauf. Genau, dann muss es unten rein ins Loch und oben rein ins Loch und dann reinstecken. Dass es zusammenklickert. Okay, versuchen Sie es mal so. Es hat geklickt. Es hat geklickt. Auf der anderen Seite hat es nicht geklickt. Aber ja, okay, ist aber drin jetzt. Dann hast du die zweite. Nein, nicht der Hutmann. Ja, genau. Genau. So ist es richtig. Du bist es drin richtig reingesteckt. Du hast verkehrt herum wieder. Oder? Nein, es doch, doch, doch. Weil hier steht, guck mal, die Zahl ist verkehrt herum. Oder steht es richtig herum drauf? Nee, ist richtig. Ich sehe es seitenverkehrt. Sorry, ich sehe es seitenverkehrt. Das ist alles richtig. Draufdrücken. Ja, und in der Mitte nochmal. Aha. So, jetzt ist der Komposter eingestellt.
Und wie Sie sehen, sehen Sie auch nichts verkehrt rum. Ich weiß aber nicht, wofür diese orangenen Teile da sind. Keine Ahnung. Und man sieht dich auch gar nicht mehr. Du bist in dem Ding verschwunden. Okay. Kannst du dich da reinsetzen? Du passt da rein. Kannst du bitte mal das... Komm. Nein. Kann ich mich da reinsetzen? Ja, aber stimmt das Ding über dich? Ach, okay. Dein Arsch hier ist zu fett. Hallo! Scheiße. Soll ich das als Anfangsszene nehmen? Also, damit ist unser Komposter schon aufgebaut. Deswegen ist super, super easy. Das musst du, glaube ich, einmal reindrücken und dann kriegst du es nie wieder raus. Ja, also ist wirklich nur für den Einmalaufbau gedacht. Ich glaube wirklich, die Plastikdinger kriegt man nicht mehr auseinander. Also, ich fand den eigentlich sehr, sehr praktisch, weil bei Kaufland war er am günstigsten für 20 Euro. Im Internet hat er 35 mindestens gekostet. Und die Preise gingen da hoch bis 60 Euro. Also da darf man sich nicht verarschen lassen. Und ich fand es halt gut mit der Klappe. Dann spart man sich das ganze komplette Umwälzen. Dann kann man das Fertige halt unten schon mal rausschippen. Und du zerbiegst es ganz schön gerade. Nicht, das habe ich nicht. Genau, es ist schon so. Ja, und ich denke, dass das Ding sich ganz gut nutzen lässt, soweit. Aber ich finde es sehr groß für den Balkon, ne? Ist okay eigentlich. Ja, passt jetzt auf jeden Fall alles rein, wa? Ist immer noch ein bisschen verbogen. Jetzt passt es. Ja. So, jetzt. Ja. Genau, und dann kam noch die Frage auf, ob das nicht stinken würde und unsere Nachbarn belästigt und dass man irgendwie fragen müsste, bevor man auf einen Kompost auf dem Balkon stellt. Und da kann ich so sagen, wir haben ja schon Kompost auf dem Balkon und der stinkt bis jetzt gar nicht. Ja. Also absolut 0,000. Und der stinkt auch nicht bei 33 Grad oder so, weil wir haben den schon seit 2 Jahren draußen zu stehen. Ja, ja. Und der hat uns auch nie gestört. Also da haben wir noch nie gedacht so, oh, da müssen wir jetzt. Also ist, wäre mir noch nicht aufgefallen. Nö, finde ich, ist auch nicht so schlimm. Also das... Ja. Naja, gut, wir hatten ja auch mal Annika von Schleich Biotonne gesehen. Boah, die war übermies, Alter. Also ich denke, ein gut gefüllter Kompost muffelt nicht. Abgesehen davon, das setzt sich ja nach unten ab und dann irgendwann hört das ja auch auf. Wenn du mal irgendwas riecht, riecht es vielleicht einen halben Tag und dann war es das. Ja? Und ich meine so, wir können jetzt da auf jeden Fall erstmal den ganzen Gruß reinschmeißen, den wir draußen haben. Genau, müssen wir mal gucken, wie wir das auf dem Balkon hinstellen am klügsten. So, also wir waren ja schon auf dem Balkon und haben mal nachgeschaut, wo wir das hinstellen. Ich bin ehrlich, wir haben es nicht ausgemessen und es ist größer als erwartet. Aber ich denke, wir kriegen da einen schönen Platz für hin. Eigentlich haben wir auch schon eine Idee, wir müssen es ein bisschen umstellen. Machen wir aber nicht heute, weil wir müssen ja gleich los. Die OP ist um 12 und das ist übrigens echt auch mit Vollnarkose, also der ganze Arm wird gelähmt sein und dann operieren sie hier nur dieses kleine Stellchen weg. Also ist nicht so ohne, ne? Ich mache mich da auch nicht die ganze Zeit drüber lustig, nur noch ein bisschen. Na, wir haben auch alle Mitleid mit meinem Mann. Ich habe nochmal in meinem Dashboard geschaut, in meine Analytics und da steht doch tatsächlich, dass 72% derjenigen, die mein Video schauen, mich noch nicht abonniert haben. Und das ist doch echt eine sehr, sehr hohe Zahl. Ich wäre euch wirklich dankbar, wenn wir das ändern könnten. Also wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mich auch schaut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Bis dahin. Ciao. Danke.